Die Wüste. Meer ohne Wasser. Ursprungsort unseres Lebens. Quelle von Märchen und Mythen. Endlose Weite, Symbol für das Fremde. Unerforschtes Land. Ja, also Wüste ist eine richtige schöne Weite, sind tolle Felsformationen, ist eine Farbenvielfalt im Sand. Wüste heißt aber auch Oase, weil man da auch sehr viele Pflanzen und Kleintiere findet. Wenn man mal tiefer reinschaut, erzählt Wüste ziemlich viel an Geschichte auch. Schon was Märchenhaftes, Mystisches. Und deswegen denken wir, dass wir damit so einen Schritt in die Zukunft gehen im Egerpark und neben dem traditionellen Angebot auch ein richtig tolles in eine neue Zeit auch transferieren. Nehmen Sie sich Zeit und lassen Sie sich von der Vielfalt der Wüste verzaubern. Von ihren Geheimnissen, ihrer Geschichte, ihren versunkenen Schätzen, ihren Pflanzen und Tieren und dem Wunder des Lebens. Eger heißt ja immer so Tradition erhalten. Das wollen wir auch weitermachen. Aber in die Zukunft zu blicken heißt auch, moderne Aspekte reinzubringen, moderne Angebote, den Zeitgeist, einfach den Nerv der Besucher zu treffen. Und in der Mitte vom Park ist das möglich, wieder neue Zeichen zu setzen, auch ein neues Angebot für die Besucher zu machen. Das Wüstenhaus wird dort entstehen als ganzjähriges Angebot. So als Zentrale, wo der Besucher auf jeden Fall hingeht und dann auch die anderen Parkbereiche erkundet und die aber auch so erlebnisreich gestalten und in Szene setzen, dass es Spaß macht. Und nur durch die Bundesgartenschau ist eigentlich das Ganze möglich. Die Neukonzeption und Umgestaltung der Pflanzenschauhäuser zur Erlebniswelt Danakil umfasst drei große Komplexe. Den Neubau des Tropen- und Schmetterlingshauses, eines Wintergartens und eines Wüstenhauses, verbunden durch einen Skywalk. Der neu geschaffene Wintergarten ermöglicht die frostfreie Überwinterung der über 100 Jahre alten Palmen und aller nicht winterharten Pflanzen. Außerdem bietet er in der warmen Jahreszeit Platz und ein stilvolles Ambiente für eine multifunktionale Nutzung. Im Hinblick auf die im Jahr 2021 in Erfurt stattfindende Bundesgartenschau sollen das Tropen- und das Schmetterlingshaus zum Danakil Tropenhaus zusammengeführt und neu gestaltet werden. Besucher können nun auf vielfältigen Wegen hindurchgeführt werden. Ganz neue Blickbeziehungen ergeben sich. Im Danakil Wüstenhaus werden die vielfältigen Erscheinungsformen der Wüste und ihre Tier- und Pflanzenwelt präsentiert. Thematisch und funktional werden das Tropen- und das Wüstenhaus mit einem Skywalk miteinander verbunden, um alle Welten aus verschiedenen Perspektiven erlebbar zu machen. Die Eger, die hat über eine 500.000 Besucher im letzten Jahr gehabt, ist für die Stadt ein wichtiger Partner im Tourismus. Und wir wollen mit einem größeren Projekt zur Bundesgartenschau irgendwo ein Zeichen setzen. Ich bin überzeugt, dass wir da ganz andere Besuchergruppen ansprechen. Das Thema Wüste kann im neu geschaffenen Danakil Wüstenhaus unter unterschiedlichsten Gesichtspunkten beleuchtet werden. Geologisch, anthropologisch, botanisch und zoologisch. Alle Themen der Erlebniswelt Wüste können so erlebbar gemacht werden. Ich bin stolz darauf, dass wir einen neuen Impuls setzen. Die Stadtwerke Erfurt haben sich ganz groß auf die Fahnen geschrieben. Wir machen Erfurt grün. Erfurt grün mit der Energiewende auf der einen Seite und das Highlight, die Bundesgartenschau im Jahr 2021. Und da ist es mir eine ganz, ganz große Freude, jetzt schon ein erstes Highlight anzugehen, nämlich das Tropen- und Klimahaus, was den alten, leeren Platz der ehemaligen Zentralgaststätte wiederbeleben wird. Freuen Sie sich auf ein einmaliges Projekt.
Danakil. Erlebnis Natur.